Ich bin in einer LKW-Waschanlage und die nehmen tatsächlich auch Wohnmobile an. Und hier wird unser schöner Vario einmal eingespritzt und neu gemacht. Und sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. Also im Prinzip sowas, wie ihr auch im Supermarkt habt, aber für große Fahrzeuge. Und die machen das auch manuell. Dann kommt es anschließend 39,50 Euro. Ey, da kannst du nichts sagen. Und wenn du guckst, was hier für ein Schmodder runterkommt, guck dich das mal an. Das ist ein spezielles Felgenreinigungszeug. Da läuft schon die Suppe runter. Ja, wir waren ja jetzt auf der ganzen Nordtour. Ich fahre hier vorbei und denke, ey, das kann doch alles nicht wahr sein, dass es sowas noch gibt. Wie cool ist das denn? Ja, wird da eingeseift. Der Kollege fährt anschließend drüber. Und ich bin mal echt gespannt. Ja, wo sind wir denn? Hier, heißt der Ort, wo wir sind? Hier? Der Ort, wo wir sind? Hier der Ort. Wie heißt der? Dissen. Nochmal. Dissen. Dissen. D-I-S-S-E-N. Dissen. Also wenn ihr in der Nähe von Bomte seid, fahrt in Dissen vorbei bei dieser Waschstraße. Die sind auch super nett. Man kann auch was essen dabei. Es gibt auch hier den berühmten Fernfahrerpimmel, habe ich gesehen. Aber auch Fritten und hast du nicht alles gesehen. Also total nett. Leute sind total nett. Also richtig freundlich. Ich check mal ganz kurz, ob alle Fenster zu sind. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn es hier reinläuft. Ne, alle Fenster sind zu. Ist aber richtig was los hier bei euch, oder? Schon. Und das Dach hat mich gefragt, ja, Bürste, Dach, ja, nein. Habe ich gesagt, ja, könnt ihr ruhig machen. Wegen Satzschlüssel und so. Aber das ist natürlich immer auf eigene Gefahr, wenn ihr das Dach auch mal reinigen wollt. Der Vorteil ist natürlich, dass das ganze Dach voller Satellitenschüsseln ist. Nicht Satelliten, Solarpaneele sind. Und die werden jetzt auch mal sauber. Krass, er geht wirklich drüber, reinigt das alles komplett. Für 39,50. Ey, es gibt Waschstraßen, da bist du schon dabei bei, boah, keine Ahnung, was die verlangen mittlerweile. Also mit ein bisschen Wachsen so bist du bei 25 Euro und hier kriegst du einen ganzen Bus gereinigt. Oder hier ein Wohnmobil in dem Fall. Das zeigen wir euch gleich mal. Also dauert noch ein bisschen. Ich lass mal laufen. So, hier links steht eben schon ein Gefahrguttransporter, ein großer, der wird auch gewaschen. Und es ist eine Handwäsche mit dabei. Ich glaub, da wird gleich nochmal ein Trinkgeld fällig. Und der nächste kommt auch schon. Die kommen hier aus der ganzen Region hierher, in die Waschstraße. Und am Tag, was macht ihr so? 100? Wenn es gut läuft, 120 Stück. Den ganzen Tag zu gucken. Machen wir ein bisschen Markise. Ja, ist auf jeden Fall keine Waschstraße, eine Portalwaschstraße. Das könnt ihr hinten sehen. Also da, ich zeig's euch mal. Da sind so Textilbürsten. Und sie machen das jetzt mal von beiden Seiten. Also Dissen. D-I-S-S-E-N. Ich glaube, es gibt viele. Es gibt sogar eine eigene Seite. Da hast du dann eine Übersicht über die ganzen LKW-Waschstraßen in der Nähe. Und überlegst, ich bin da normal, bin ich, wenn ich reinige, gut anderthalb Stunden dran, weil du das Ding ja auch nicht in der Sonne irgendwie stehen lassen kannst, dann ist sofort der Schaum und alles weg. Und hier wollen sie es wirklich einmal wissen, also von beiden Seiten.
Ja, es ist tatsächlich eine der größten Waschanlagen für LKWs in Deutschland. Ich habe gerade eben mich schlau gemacht und gleich mit drei Waschstraßen. Ich zeige euch die mal von außen. Da, ist ja geil, das Ding. So, und drei Tore, das heißt drei Autos können parallel gewaschen werden. Und auf der rechten Seite ist noch ein Imbiss mit dabei. Ja, so kann man sich's gut gehen lassen. Ach, ist natürlich auch Durchsatz. Also wenn du sowas anbietest und die halt ein bisschen Wert legen auf, dass die Autos schön aussehen, dann hast du natürlich hier das Eldorado. So, jetzt wird nochmal abgespritzt. Die Wasserdichtigkeit haben wir schon vorher getestet. Das solltet ihr natürlich testen. Also wenn es irgendwo reinregnet, dann so, also Teamwork hier. Jetzt wird es von der Seite nochmal abgespritzt. Schade, dass ich nicht hier wohne. Ich glaube, ich würde alle 4 Wochen hier reinfahren. Kannst du auch nichts sagen, wenn du überlegst, wie lange die dran sind. Die sind an einem Wohnmobil bestimmt eine halbe Stunde dran. Da drüben ist übrigens noch ein Imbiss mit Kaffeekuchen. Die Luftfeder muss man glauben, die wird mal gereinigt jetzt. Schön. Ja, guten Morgen. Bis 3,20 Meter können sie hier rein. Boah, sieht sehr schön aus jetzt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch die Bürsten angehen, jetzt so sauber wie er ist, oder ob das die Handwäsche war. Macht sogar unterm Alkoven sauber. Das ist eine Stelle, wo du auch sonst so einfach nicht hinkommst. Du brauchst eine lange Bürste und das würde mir ja jetzt schon fast langen. Aber ich befürchte, dass die noch eine Trockenanlage haben und die ist natürlich dann dafür zuständig, dass das Wohnmobil dann möglichst keine Wasserflecken kriegt. Mensch, habe ich ein Glück. Normalerweise wartest du auch hier, jetzt werden die Spiegel angeklappt. Also, so viel kann ich euch verraten. Die Bürsten werden zum Einsatz kommen, sonst müssten die Spiegel dann angeklappt werden. Aber hier allein die Vorwäsche, die wird mir schon genügen, fast. Und jetzt geht die Waschanlage an. Mal schauen. So, jetzt Programm. Sprechen Sie sich noch kurz ab. Die tippen jetzt das Wohnmobilprogramm ein in die Anlage und jetzt geht's los. Ey, das ist total sass, dass du hier
von vorne gereinigt. Lass mal das ja mal anschauen. Das ist ja total geil, das Ding. Wenn ich sowas zu Hause hätte, ich würde alle 4 Wochen durchfahren. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die ganzen Autos hier so sauber sind in der Nähe. Habt ihr viele Wohnmobile, die hier kommen? Etliche. Immer verschiedene. Boah, wie mega. Da so, kommst du noch mal in die Rahmen rum. Die Rolle kann oben drüber. Ja, die kann oben drüber. Auch mein Risiko. Ist sogar, nee, ich sag, wenn irgendwas ist, mein Problem, nicht euer. Okay. Also, hat gesagt, dürft nichts passieren. Und trocknen tut ihr auch, oder? Hm? Trocknen tut ihr auch? Ja, da ist anschließend. Mit drin. Okay. Ist ja unbezahlbar, so ein Ding. Ich hätte auch endlich mal meine Rückfahrkamera sauber, weil ich da mal Probleme hatte mit den Beleuchtungs-LEDs. Die haben mir dann, ja, hätte ich ja auch mal reinigen können, aber jetzt wird es gerade mitgemacht. Eine Nordtour. Also wenn jetzt nicht alle Dachluken zu waren, dann wissen wir es. Nee, waren aber. So. Ja, eigentlich in der Pkw-Waschstraße, bloß in XXL. Boah, so gut. Hat hier noch keiner sauber gemacht. Ey, da geht mir gerade voll einer ab. Ja, das Coole ist natürlich, dass hier das Wasser gesammelt wird. Gereinigt und wiederverwendet. Die arbeiten auch hier mit besonders weichem Wasser. Da ist ein Schnelltrockner drin. Kommen wir gleich von vorne.
Ein tolles Ding. Ach so, das sind die verschiedenen Programme. Ja. Ist schön geworden. So sauber war der noch nie. So, fertig. So, ich kann fahren? Ich kann fahren, oder? Der ist jetzt durch. Super. Dann vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in Dissen. Ciao.